Was ist der Sinn des Lebens? Ich will hier nicht vorgeben, was der Sinn ist. Aber lass uns doch mal gemeinsam anschauen, was diese Frage überhaupt bedeutet. Ich will jetzt nicht alle Möglichkeiten durchgehen, wie man diese Frage verstehen könnte, sondern auf eine ganz bestimmte Frage, die tief in mir brennt, hinaus. Bitte versuche zu verstehen, was ich mit dieser Frage meine. Mir stellte sich diese Frage erst, als ich von meinem bisherigen Verständnis der Welt und allem, was ich glaubte, mal einen Schritt zurücktrat. Als ich eines Tages anfing, alles bisher Gehörte und Geglaubte und Gedachte zu hinterfragen. Erst dann wurde mir die Bedeutung der Frage nach dem Sinn klar. Und ich konnte sie neu stellen, mit tiefer Dringlichkeit, dass sie meine brennende Neugierde erweckte. Ich hatte bisher geglaubt, dass der Sinn etwas Relatives ist, etwas Subjektives. Der Sinn ist für mich das, was ich einem Sinn oder Bedeutung beimesse. Ich kann meinem Leben selbst eine Bedeutung bzw. Sinn geben. Ich verstand unter dieser Frage, was ich aus meinem Leben machen will. Jeder darf seinem Leben eine andere Bedeutung beimessen oder sein Leben sinnlos finden. Jeder, wie er möchte. Erst als ich mich viel mit Philosophie beschäftigt hatte, entdeckte ich, dass es noch eine ganz andere Möglichkeit für einen Sinn gibt. Jetzt verstehe ich etwas völlig anderes unter dieser Frage. Was meine ich nun damit, magst du fragen? Ich habe verstanden, dass diese Frage auch nach etwas ganz anderem fragen könnte. Dass diese Frage viel tiefer und umfassender sein könnte. Nämlich, ob es einen objektiv, real geltenden, allgemeingültigen Sinn gibt. Das heißt, ob nicht alles unabhängig von meiner Beurteilung einen Wert und einen Sinn hat, den ich erkennen oder verfehlen kann. Das ist etwas ganz anderes als der subjektive Sinn, den ich vorher meinem Leben gab. Wenn ich mir einen Baum vorstelle, sprechen wir nicht von einem real existierenden Baum. Erst wenn der Baum unabhängig von meiner Vorstellung existiert, ist er existent. So ist das auch mit dem Sinn. Wenn er nur in meiner Vorstellung existiert, ist es so, wie wenn ich sage, er existiert nicht. Wenn ich behaupte, es gäbe keinen real existierenden, allgemeingültigen Sinn, dann stelle ich mir nicht wirklich die Frage, sondern gehe bereits davon aus, dass es keinen Sinn gibt, ohne dass ich mir diese Frage jemals bewusst gestellt hätte. Wenn es ein Gesetzbuch gäbe, nach dem alles erlaubt wäre, gäbe es kein Gesetz, denn es wäre dann egal, was man tun würde. Wenn ich mich also nicht gegen einen Sinn entscheiden könnte, wäre das so wie, als würde es keinen Sinn geben, denn es wäre schließlich egal, was ich tue. Was könnte denn ein real existierender, allgemeingültiger Sinn sein, den ich erkennen oder verfehlen kann?